Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Video. Heute geht's mal um die Spoiler zu Folge 84 und zu Folge 85. Zu jeweils beiden Folgen gibt es neue Informationen. Diese Informationen sind natürlich von Herms auf Twitter, deswegen der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr nichts von den Spoilern hören wollt, dann bitte jetzt abschalten. So, Folge 84 ist eine Folge, über die wir sehr, sehr oft gesprochen haben, aber es gibt ein paar neue News und deswegen lese ich einfach mal vor. Son Goku, der Talentenscout, Krillin und C18 einladen. Die Folge kommt am 2. April, um Teammitglieder für das Turnier der Kraft zu finden, gehen Goku und Gohan als erstes Krillin besuchen. Während Krillin zustimmt, teilzunehmen, lehnt C18 ab. Also lügt Goku sie an und sagt, dass es ein 10 Millionen Zenny Preisgeld gibt, wenn sie gewinnen. Also, Krillin wird gegen Gohan kämpfen und gegen Goku kämpfen und dann wird er wahrscheinlich teilnehmen oder zustimmen, dass er teilnehmen möchte. Und C18 wird so gelockt wie immer eigentlich, was ihr Charakter ist mit dem Preisgeld halt. Da wird sie immer ganz, ganz hellhörig und ich denke, oder meine Prediction für die Folge 84 ist, dass Krillin gegen Gohan kämpft. Das wissen wir natürlich aus der Preview und dann wird Krillin wahrscheinlich einen Move zeigen, der besonders interessant ist und dann wird Goku seine Aufmerksamkeit auf ihn richten wollen und dann wird er gegen Krillin kämpfen, also Son Goku gegen Krillin und dann wird er natürlich ja den Kampf verlieren oder die werden gar nicht zu Ende kämpfen, denn Goku geht auch in den Super Saiyan Blue, also mal sehen, was Krillin da wirklich rausholt, scheint sehr, sehr interessant zu sein und C18 wird dann wahrscheinlich das Preisgeld annehmen und sagen, hey, wenn ihr noch einen Kämpfer braucht, gibt es noch C17, der ebenfalls auch da ist, denn damit kommen wir auch zur Folge 85, die Universen kommen in Fahrt, jedermanns Gedanken, während dem Flug zu Gottes Palast, also zu Dende, um nach C17 zu suchen, entdeckt Goku Majin Buu, er verbringt seine Zeit dann damit, mit Buu zu trainieren, der abgespeckt hat durch das viele Training für das Turnier. Also, kommen wir erstmal auf Buu an sich zu sprechen. Also, Buu ist so der Charakter, der jetzt mit dem Vorturnier wirklich komplett bei uns angekommen ist. Er hat das erste Mal für unser Universum 7 gekämpft, für die Z-Fighter gekämpft und das war sehr, sehr schön zu sehen, ihn mal wirklich aktiv zu sehen. Und deswegen, wie gesagt, ist es auch cool, dass er jetzt wirklich trainiert, um halt seine Geliebten zu beschützen. Gerade auch Mr. Satan möchte wahrscheinlich beschützen. Deswegen trainiert er wie ein Geisteskranker, wie es hier aussieht. Denn Buu hat abgespeckt und das ist eine sehr, sehr interessante Information. Denn Buu ist ja nicht so ein Mensch, sag ich mal, der so leicht abspecken kann. Aber bei ihm weiß man allgemein nicht, wie die Anatomie genau ist. Deswegen ist es sehr, sehr merkwürdig. Es kann schneller oder auch kürzer sein oder länger dauern, eher gesagt, das Ganze zu erreichen oder überhaupt abzunehmen, ob das überhaupt bei ihm möglich ist oder ob das genauso gemeint ist. Weil man könnte auch sagen, dass das einfach nur ein Joke ist, ein Witz ist, dass man dieses abgespeckt reinpackt. Dass Buu wahrscheinlich selber sagt, ich habe jetzt abgespeckt, aber er sieht immer noch gleich aus. Also so einen Witz könnte man ebenfalls machen. Da hat man natürlich noch die andere Hand, wo man sagt, dass Buu jetzt angepasst wird, dass er dünner gemacht wird, was auf der einen Seite ein bisschen komisch ist, weil Buu ist natürlich eine Figur von dem Dragon Ball Merchandise auch, muss man sagen. Und Buu ist auch ein Gesicht, sage ich mal. Und wenn man dieses Gesicht verändert, ist halt die Gefahr da, dass man das nicht mehr so gut verkaufen kann. Ich meine, Buu ist eine kleine Rolle, was das angeht, aber trotzdem ist es noch ein Faktor, den man einberechnet. Deswegen ist die Frage, ob man das Design von Buu wirklich verändert. Das Ding ist hierbei auch, man hat natürlich Super Buu oder auch Kid Buu, die natürlich auch sehr beliebt ist. Deswegen wäre die Möglichkeit da, eine Mischung aus beiden zu machen. Die Frage ist natürlich auch, wie man in so einer kurzen Zeit so viel abspecken kann, weil Buu war im Vorturnier noch dick und jetzt, was weiß ich, ist, glaube ich, eine Stunde vergangen, seitdem die wieder da sind. Ob das wirklich so schnell geht, sage ich mal, abzunehmen, ist halt die andere Frage. Aber es ist immer noch Buu, bei dem weiß man nie, was wirklich abgeht. Aber ich denke eher nicht, dass man jetzt hier sehen wird, wie er besonders nicht abgespeckt hat. Und das Ding hierbei ist auch, dass Goku halt alleine losfliegt. Und in dem Spoiler steht, Goku und Gohan sind zusammen dahin gegangen. Deswegen könnte vielleicht mehr Zeit vergangen sein. Und das heißt halt, dass vielleicht 20 Stunden vergangen sein könnten mit dem Kampf noch gegen Krillin und so weiter und so fort. Und es dann dazu kommen wird, dass Buu halt in diesen 20 Stunden trainiert hat und dann halt abgespeckt hat. Aber am Ende des Tages muss ich trotzdem sagen, dass ich denke, dass das nur ein Comedy-Element sein wird und Buu selber sagen wird, hey, ich habe ein bisschen abgespeckt, aber er sieht immer noch gleich aus, weil ich kann es mir irgendwie doch nicht so krass vorstellen, dass er auf einmal so richtig dünn ist. Wir haben auch das Opening von Dragon Ball Super, da sehen wir natürlich auch, dass Buu ganz normal aussieht, da wo die alle im Kreise, glaube ich, rumlaufen. Ob das genauso im Anime sein wird, ist halt die andere Frage. Ich denke aber schon, deswegen sehen wir auch hier ganz, ganz stark, dass Buu immer noch so aussieht wie vorher und vielleicht nur ein bisschen was abgenommen hat oder er hat vielleicht noch eine andere Form jetzt, wo er wirklich dünn ist, aber das ist auch wieder sehr, sehr abgespaced. Abgesehen davon, der Kampf Son Goku gegen Buu wird ein sehr interessanter sein. Son Goku war ja damals schon ein bisschen stärker als Buu, als er ihn halt mit dem Super Saiyan 3 angegriffen hatte, aber er wollte ja Gotenks den Finisher übrig lassen, deswegen so viel dazu. Jetzt mit der Super Saiyan Blue Power ist halt die Frage, wie wird dieser Kampf sein, deswegen kann man hier wirklich gut abschätzen, wie stark Buu wahrscheinlich sein wird und das wird wahrscheinlich auch das Wichtige sein, abzuschätzen, wie genau Majin Buu jetzt im Verhältnis zu den Super Saiyan Göttern steht, sage ich mal. Deswegen wird diese Folge, was das angeht, sehr, sehr interessant werden. Bevor das Video zu Ende geht, noch ein kleiner Zusatz, denn es wurde uns auch gesagt, dass in Folge 86 wahrscheinlich T17 dann zum ersten Mal auftauchen wird und das heißt wahrscheinlich gleichzeitig ebenfalls, dass wir Folge 87 noch haben mit zum Beispiel Piccolo oder auch vielleicht schon in der Folge 86, deswegen Folge 87 oder Folge 88 sollte das Turnier der Kraft dann mal so langsam losgehen. Lasst mir aber eure Gedanken zu Buu in den Kommentaren da, ob ihr denkt, dass er abgespeckt hat und seine Rolle in diesem Turnier, was erwartet ihr von Buu eigentlich so jetzt, wo wir gerade beim Thema sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ebenfalls über ein Like und ein Abo freuen, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag, haut rein!